Du wirst hier sterben, verstehst du? Außer du sagst mir, was ich wissen will. Haltet sie in Schach! Feuerschutz! Ich hab keine. Mann! Wow! Ich bin so gut! Im Zielen! Nicht. Kann ich hier durch? Nein, kann ich nicht. Ja, ich weiß, ich muss da rein, aber irgendwas gibt's hier doch bestimmt noch. Das da zum Beispiel. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Okay. Was gibt's hier denn so? Hä? An was bin ich denn gerade? Hä? An was bin ich denn gerade rangesprungen? Agios Otheos. Agios Prophetes. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Stirb nicht. Stirb nicht. Ach Mann, ich glaube, er ist tot. Dietrich brauchen wir, okay. Den finden wir sicherlich hier drin. Ja. Warum hat er mir das gerade angezeigt? Waffen und Beile und Munition, okay, schön. Okay, ich habe hier keinen Dietrich gefunden, wie es aussieht. Aber wir können hier hoch. Hätte ich nicht. Wie sieht's aus? Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues finden haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Hat er ihm die Augen kaputt gemacht, sag ich mal? Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Ventil hat wohl versagt. Wo gehe ich hin? Ich gehe hier hin, schnell. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Es gibt noch Probleme mit dem Hat keiner gesehen, oder? Guck doch mal hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Was ist mit dem da oben? Kann ich den einfach abballern? Ich glaube, das sieht dann keiner. Sofern ich nicht daneben da haue. Wir verlieren den ganzen scheiß Treibstoff. Okay. Wie sieht's denn aus?
Verdammt! Na los! Hab ich gerade echt daneben geworfen? Mit roher Gewalt, mit Gefühl. Das Scheißding ist durchgerostet. Das sehe ich mir mal an. Ja, genau, siehst du mal an. Wo zur Hölle kam das denn her? Es kam aus dieser Richtung. Die ist einfach nicht juckt. Das macht so keinen Sinn. Oh nein. Jetzt kommen da welche. Das ist jetzt aber doof. Keine Munition. Aua. Ich hab mich selbst in die Luft gesprengt. GG. Okay. Kann ich das nicht? Oh, ich dachte, ich kann das anzünden. Ins Gesicht. Okay. Sehr geil. Da ist er. Der hat sich nicht so einen guten Platz zum Schlafen ausgesucht, muss ich ja sagen. Ich glaube, das fliegt da gleich alles in die Luft. Er sollte eigentlich abhauen, aber naja, okay. Lass ihn wieder liegen. Wenn er schlafen will, dann soll er schlafen. Würde ich jetzt mal so behaupten. So ganz stumm. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal. Gefährlich. Ja. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander, aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Na, ich. Seine Männer sprach von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Fertig? Ah. Sehr gut. Was wollte ich denn eigentlich als nächstes holen? Leichte Herausforderungsobjekte? Nee. Nee. Moment. Beine, die durch hergestellte Objekte erledigt werden, außer Gefecht gesetzt werden. Nee. Kämpfen? Das kann ich erst, wenn Ausweichkonter. Okay. Setzen Sie mal ohne Rüstung durch zeitlich abgepasstes Drücken von F außer Gefecht. Das wäre ganz geil. Ich lautlosen Kill. So, hier, Ziel fixiert, seit wir aufgeladen Bogenschütze. Das ist auch nice. Ja, ich glaube, ich nehme das. Mehr Munition für bei Leichen, das ist super. Das kann ich ganz gut gebrauchen. Waffen-Upgrades. Ja, den müssen wir erst noch herstellen. Können wir leider noch nicht machen. Was haben wir hier? Was? Sehnen-Nocken. Okay, ermöglichen eine schnellere Schneidaufnahme. Höhere Schussfrequenz, das ist sehr geil. Hierfür brauchen wir Fertigungswerkzeug. Achso, okay. Die Handhabung, ermöglicht eine schnellere Zielgeschwindigkeit. Das können wir aber eh nicht machen, weil wir kein Leder haben, aber das könnten wir machen. Wir haben 18, was auch immer das ist, im Inventar. Upgrades verfügbar, Upgrades verfügbar, Upgrades verfügbar. So viele Waffen! Welche Waffe nehme ich denn? Weniger Schaden, okay. Was hat der noch? Der, Schussfrequenz. Bisschen weniger Schaden. Ja, viel weniger Schaden. Und viel weniger Schaden. Das können wir nicht. Ich glaube aber, ich nehme die hier. Mondschatten. Kann ich da noch Upgrades raufhauen? Ja, ne? Genau. Rückstoß, Schaden wird erhöht.
Nachladegeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich super, oder? Ich will irgendwas nehmen, was nicht so... Ha. Ich will den Bogen eigentlich auch upgraden, deswegen. Was können wir hier denn mal machen? Könnten wir auch den Schaden erhöhen? Weil Rückschlag... Ja, das ist auch unnötig. Oder nicht so nötig. Schaden erhöhen. Rückstoß. Können wir hier eigentlich noch irgendwas? Hier ist alles fertig, ne? Ja, okay, hier. Aber dafür brauchen wir das Werkzeug. Was haben wir bei der hier? Ja, ich will halt meine Schrauben, sag ich mal, meine Muttern, behalten. Ich glaube, wir nehmen die hier. Können wir irgendwas upgraden? Ist nicht so viele Muttern benötigt? Nein, können wir nicht. Aber dann würde ich sagen, upgraden wir den Bogen. Und zwar das hier. Das heißt, wir ziehen schneller Pfeile. Das ist okay. Das ist okay. Ich habe gerade echt 4 Minuten hier verbracht, glaube ich. ETF. Hallo Hase. Okay, ich komme nicht an. Wir haben Vogel. Ja, wir können Federn haben, wodurch wir dann Pfeile herstellen können. Kann ich keine Federn? Wo sind meine Federn hin? Oh, ist das unfair. Mach ich mal die Hasen eben. Ach, komm schon. Lauf doch nicht die ganze Zeit. Arsch. Dich nehme ich mit. Da haben wir ein bisschen Fell bekommen. Bleib doch mal stehen. Komm schon. Bleib stehen jetzt. Was für ein Spastenhase, Alter. Jetzt ist er stehen geblieben. Dein Ernst? Okay. Er ist gemein. Sehr gemein. So, was können wir... Hier kommen wir da runter. Kann's nicht sein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Aber ich will noch mal kurz dahin. So, das hier einsammeln. Hier können wir nichts machen mit, okay. Aber hier können wir noch was holen. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Was bedeutet? Sind die schon eine Weile? Hoppa! Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Weiter. Nein, erstmal. Nein, ich wollte mich. Oh. Ich konnte mich nicht fallen lassen. Mann getroffen. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Okay. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ja. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt ist meine Mission, okay. Erstmal das hier. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay. Munition mitnehmen. Haben wir hier noch was?
Was macht er denn jetzt? Kann ich schlafen? Nein, kann ich nicht. Schade. Kann ich nicht mit ihm reden oder so? Irgendwas machen? Nee. Okay, dann nicht. Hier kann ich runter und irgendwas holen. Kann ich das Seil irgendwie durchschneiden oder so? Okay. Wir haben nicht die passende Ausrüstung dafür. Okay, alles klar. Wo zur Hölle gehen wir hier gerade lang? Warum hat sich das gerade alles geändert? What? Das hat sich grafisch gerade alles geändert, oder? Bin ich dumm? Nee, ne? Oh Gott, so ein Riesengebiet, Alter. So viel zu holen, sag ich mal. Könnte ich doch irgendwas gerade... Irgendwas konnte ich hier gerade machen. Ich hatte doch gerade Hier vielleicht? Dietrich brauchen wir, genau. Munition. Immer schön mitnehmen. Sind wir da raus? Wir sind im nahegelegenen Eingang. Hier ist ein Eingang zu irgendeiner Herausforderung. Das ist nett. Das muss ich haben. Holen. Will haben. Gib mir. Gib mir. Gib mir. Gib mir, gib mir, gib mir. Gib mir diese optionale Herausforderung. Hier oben vielleicht? Okay, hier sind Wölfe. Kann ich mal... Gib mir... Danke. So viel zu erkunden, Alter. So viel hier zu erkunden! Spring! Super! Okay. Haben die jetzt Angst vor mir? Nur weil ich ihren Freund da erledigt habe? Ah, da ist der Eingang wahrscheinlich. Okay, alles klar. Die Karte. Sehr cool. Da komme ich aber nicht weiter. Okay, ich will aber nochmal... Erstmal da oben rauf, glaube ich. Ja, finden Sie den nahegelegenen Eingang. Ja, habe ich. Aber da will ich jetzt noch nicht rein. Denn eigentlich will ich gleich erstmal die Aufnahmesession, beziehungsweise die zwei Parts halt, beenden. Und dann erst loslegen, im nächsten Part. Häschen, cool. Ja, hier ist der... Hier ist das Lagerfeuer. Sind die Sender zerstört? Nein, noch nicht alle. Ich hab noch nicht alle gefunden, aber bald. Kannst auch ein bisschen helfen, du Typ, Alter. Wir brauchen Dietrich. Toll. Gut. Dorf ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut.
Das könnte sein. Können wir noch irgendwas upgraden? Ich guck jetzt jede Waffe durch. Ach lol. Habe ich jetzt die falsche geupgradet? Ja, ich habe, glaube ich, die falsche geupgradet. Nee, hä? Wie es aussieht. Ach! Das sind Upgrades für alle gleichzeitig. Oder wie? Nee, hä? Für die habe ich gerade das Upgrade gekauft. Aber für die haben wir auch ein Upgrade. Warum? Okay, das ist für die alle drei das gleiche. Okay. Das ist interessant zu wissen. Das ist interessant. Aber gut, Leute. Das war's mit dieser Aufnahmesession. Mit diesen zwei Parts. Wow. Ich habe noch nicht alle gefunden. Ah, hast du mich gerade schon gefragt? Ich habe mich kein bisschen wegbewegt von diesem Platz. Okay. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.